Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Drakensang Abfluss der Zeit inklusive des Add-ons Filiasons Geheimnis. Ja, so. Jetzt habe ich auch alles gesagt, was gesagt werden musste. Wie ihr euch vielleicht erinnert, sind wir gerade hier auf der Zollfeste Turstein gelandet, die wir ja vor nicht allzu langer Zeit von der Piraten-Zöllner-Plage befreit haben. Und schauen uns jetzt hier mal so ein bisschen um, wie es jetzt hier ist, nachdem hier ordentlich aufgeräumt worden ist. Oh, Nuttel, na endlich! Oh, ich dachte, du wärst mein Lehrling. Na so? Gibt es ein Problem? Kann ich helfen? Dieser Mann stand plötzlich mit einem Haufen Kisten am Hafen herum. Er sagt, er sei eine Spektabilität, also versuchen wir möglichst respektvoll zu sein. Aber immer, wenn man ihn was fragt, erzählt er in einem Fort nur von diesem Nuttel. Wahrscheinlich gibt's den gar nicht wirklich. Das ist eine interessante Theorie. Seid ihr etwa auch vertraut mit Galottas Kommentar zur Philosophica Magica, wonach wir alle nur Hirngespinste fremder Wesenheiten sind? Ihr spielt sicher darauf an, dass die tatsächliche Existenz unserer dritten Sphäre von manchen Gelehrten angezweifelt wird. Ganz recht. Auch Galotta spricht in seiner Abhandlung davon, dass Dere und der Kosmos eigentlich nur als Idee existieren und daher auch jederzeit verändert werden könnten. Beängstigend, nicht wahr? Der Kollege meinte damals, dass es die Götter sind, die unsere Welt träumen. Aber eigentlich gibt es keinen Grund, warum ich es nicht auch selbst sein könnte. Interessante Vorstellung, finde ich. Darf ich übrigens deinen Namen erfahren? Man möchte ja schon gern wissen, wie man sich gegebenenfalls so alles einbildet. Nicht wahr? Mein Name ist Raya aus Andrafal. Kann ich euch vielleicht irgendwie helfen? Vielleicht kannst du ja für mich nochmal schauen, ja? Richte ihm doch bitte aus, dass ich ihn dringend hier brauche. Hat wahrscheinlich mal wieder die Zeit vergessen. Zerstreut, wie er ist. Wo könnte Nottel sein? Nun, ich hatte ihm von diesen alten Hexensteinen dort oben erzählt. Sehr mächtig. Gut geeignet für Sphärenwanderungen und Blutmagie und sowas. Meint ihr etwa diesen Steinkreis im Nordosten? Hab ich mir mal angesehen. Sah unheimlich aus. Ja. Sowas interessiert junge Leute natürlich. Kein Wunder, dass Nottel schon so lange weg ist. Ja, ja. Ich wollte noch etwas fragen. Aber natürlich. Fragen sind der Schlüssel zur Weisheit. Was willst du wissen? Wer seid ihr? Oh, ich bin Spektabilität Rakorium Muntergun. Ja, ja, das bin ich. Was ist das für Zeug? Das? Nun, der Reiseproviant und die anderen Sachen natürlich. Frag am besten Nottel, der hat das eingepackt. Eigentlich habe ich keine Fragen mehr. Keine Fragen? Wer ein Meister werden will, darf nie aufhören zu... Was sagst du gerade? Ich muss weiter. So, da haben wir also die Spektabilität Rakorium kennengelernt. Diejenigen, die den ersten Teil gespielt haben, werden ihn auch schon kennen. Ach ja, Goldblätter ist ja auch nicht schlecht. Der hat seinen Novizen verloren, den Nottel. Und den müssen wir ihm wohl wieder beschaffen, früher oder später. Schauen wir mal, ob wir ihn wiederfinden. Ja. Ach genau, die Schatzkiste, die Geros Schatzkiste müssen wir auch noch holen. Das machen wir gleich mal noch. Hallo, welch Vergnügen, angehende Helden zu treffen. Ich bin Parzelon von Streitsig. Zum Gruße, ihr scheint gut gelaunt. Wie soll ich nicht gut gelaunt sein? Ich komme gerade von erfolgreicher Queste zurück, aber ein gutes Bier getrunken. Was will der Mensch mehr? Was für eine Queste? Nicht der Rede wert. Ich habe ein magisches Einhorn vor ein paar Orks gerettet. Wie das? Ich ging so vor mich hin,
Da hörten meine geübten Ohren ein verdächtiges Geräusch. Ich drehte mich um und zack! Da sah ich ein Einhorn von 6 hungrigen Orks umringt. Ihre Mägen knurrten blutrünstig. In ihren Pranken schwang sie haushohe Keulen. Wie konnten sie die schwingen? Sie waren eben außergewöhnlich stark, die 10 Orks. Fürwahr, sehr, sehr starke Orks. Sie kamen also keulenschwingend näher. Und, was habt ihr getan? Ich habe sie eingekreist. Alleine? Ein Held wie ich ist so schnell, der kreist auch alleine ein. Beeindruckend. Ich zog den Kreis um die 20 Orks immer enger, bis sie keinen Platz mehr hatten und sich gegenseitig totschlugen. Das Einhorn hatte währenddessen in den berühmten magischen Steinkreis fliehen können. Eine sehr schöne Geschichte, Parzalon. Geschichte? Ha, wenn ihr mir nicht glaubt, dann geht doch selbst zum Steinkreis und seht nach. Okay, nach dem Einhorn, das angeblich im Steinkreis ist, können wir dann ja auch mal später gucken. Jetzt, wie gesagt, die Schatzkiste von Gero, die müssen wir noch suchen. Und jetzt wollen wir aber erstmal hier vorbeischauen. Hier ist ja der neue Zollfestenkommandant. Und dem wollen wir doch nochmal Hallo sagen, bevor wir uns jetzt hier wieder in die nächsten Seitenquests stürzen und uns in Nebenquests verlieren. Und mit denen auch reden. Jetzt wird unsere Arbeit erst richtig anstrengend. Ach. Ja, schwer dich halt. Okay, der repariert einen Wagen. Ach, das ist er ja schon. Habt ihr euch verlaufen, Reisender? Die Zollangelegenheiten erledigen meine Männer unten am Anleger. Am Anleger sagte man mir, ihr wünschtet, die Mannschaft der Talaria zu sprechen. Ah, ihr habt also die Zollfeste gesäubert. Als Offizier finde ich euer Vorgehen bedenklich, aber Graf Grovin lässt euch seinen Dank aussprechen. Darf ich einen Vorschlag machen? Worum geht es? Es geht um die Aktivitäten der Flusspiraten. Diese müssen unterbunden werden. Ich bin befugt, für jeden Piraten ein Kopfgeld auszuzahlen. Ihr wäret bestens für diese Aufgabe geeignet. Und wie stellt ihr euch das vor? Soll ich alle Flusspiraten in Ketten legen und bei euch abliefern? Dies wäre wünschenswert. Aber für den Dienst, den ihr uns erwiesen habt, bin ich bereit, auf euren guten Namen zu vertrauen. Bringt mir einfach die Embleme der Piraten. Für jedes silberne Emblem bekommt ihr 5 Silbertaler. Die Anführer der Piraten sollen Embleme aus purem Gold besitzen. Dafür würde es dann eine besondere Belohnung geben. Es geht um das Kopfgeld. Ihr habt Embleme von Flusspiraten. Ach so, okay. Es geht um die Aktivitäten der... Für jedes silberne Emblem bekommt ihr 5 Silbertaler. Okay. Die Anführer der Piraten sollen Gut, Embleme dann aus purem schauen Gold wir mal. Besitzen. Dafür würde es dann eine besondere Belohnung geben. Okay. Ja. Alles klar, dann auf zur Piratenjagd. Einen Moment noch. Ich hätte da noch eine besondere Anfrage an euch. Worum geht es denn? Das hier muss vertraulich bleiben. Eine gewisse Lucia erzählte mir von eurer Hilfsbereitschaft und eurem Feingefühl. Ihr scheint genau richtig für diesen heiklen Auftrag. Mein Neffe Helmbrecht, der nutzlose Bengel, verweigert seine Pflichten als Soldat. Glaubt, dass für ihn keine Regeln gelten. Stattdessen liest er die ganze Zeit in seinem Buch herum. Leider sind seine Eltern von Adel. Und ich kann ihn nicht disziplinieren wie einen gewöhnlichen Soldaten. Ihr müsst mir daher dieses Buch bringen, damit das aufhört. Ihr werdet schon einen Weg finden. Er hält sich für gewöhnlich irgendwo am Flussufer auf. Träumt da vor sich hin. Okay. Mal gucken, ob er noch was Interessantes zu sagen hat. Darf ich euch etwas fragen? Nun gut, aber haltet es kurz. Erst mich volltexten und dann soll ich mich kurz fassen. Wie kommt es, dass ihr hier seid? Eine Bürgerliche, eine gewisse Lucia, kam kürzlich mit einem versiegelten Schreiben an Graf Grovins Hof. Daraufhin erhielt ich die Order, mit meinen Leuten diese Festung zu besetzen. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Gibt es sonst noch etwas? Keine Zeit, ich muss weiter. Es wäre sicher nicht schwer, dem Jungen das Buch unauffällig abzunehmen. Eigentlich tut es mir leid. Dass auf diesem Drill hier keine Lust hat, zeugt doch von einem gesunden Verstand. Dem Knaben kann's nicht schaden, wenn man ihn an seine Pflichten erinnert. Nicht, dass später aus ihm auch noch so ein Leichtfuß wird wie du. Ja, das wollen wir natürlich vermeiden. Ach ja, komm, jetzt lassen wir mal Kuano vorgehen. Na klar, was? Na klar. Soll ich schleichen? Ja, du sollst schleichen. Ich möchte nämlich jetzt, dass du hier die Leute beklaust. Nachdem wir hier die Kisten ausgeräumt haben.
Das kommt ja auch immer zu kurz, das Bestehlen von anderen Leuten. So. Mal schnell F5en. Gut gemacht. Ah, nee, halt, halt, nein, tu's nicht. Es geht los. Okay, ja, doch. Gut, ja. Ich wollte noch schnell hier Fexens Gunst und so. Bei Fex. Okay. Dann erleichtern wir hier mal die ganzen Gardisten um ihren Sold. Und was sie sonst noch so dabei haben. Hallo Leute, na, was geht so? Und? Ja, cool Story, Bro. Wie sie sich lautlos unterhalten. Vielleicht ist es so eine Art Geheimsprache, die wir noch lernen müssen. Was sehe ich denn da, Korporal? Eure Männer üben ja gar nicht. Aber sicher. Wie sollen sich gefälligst ins Zeug legen? Oder soll die Festung ja nochmal überrannt werden? Gut. Das wäre natürlich fatal. Ich werde ihnen beide machen. Leute, nassen Säcke! Hoch das Schwert und weiterkämpfen! Zack, 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 zack! Genau. Kämpft mal schön weiter. Okay, jetzt kann ich sie nicht mehr beklauen. Mist. Das wäre doch eine gute Ablenkung gewesen. Na gut, okay. Feldwebel Steiner, den können wir auch noch beklauen. Ach, ich verfall immer in so eine Muschelstimme, wenn ich hier so vor mich hin denke. Ja, ich kann denken. Korporal, mit wem reden wir denn jetzt mal? Jetzt wird unsere Arbeit erst richtig anstrengend. Achso, ja, mit dem hier. Rondra zum Gruß. Wenn ihr an eurem Kampfstil arbeiten wollt, seid ihr bei mir genau richtig. Was könnt ihr mir denn beibringen? Schauen wir doch mal, was der so kann. Mhm, Schildkampf, bla, Befreiungsschlag. Das ist so mehr oder weniger das, was der... Ja? Ach, wie heißt er denn gleich? Ihr wisst schon. Der Kerl da von den Nadelretten der Kaserne. Ach Mensch, jetzt habe ich Nierulf, Hauptmann Nierulf. Jetzt habe ich das schon wieder vergessen fast. Ja, mit Namen habe ich es irgendwie nicht so gut. Ja, Leute, ist schön, ihr macht einen guten Job hier. Wollte ich nur mal sagen, Schulterklopf. So, wäre irgendwie witzig. Ich weiß gar nicht genau, ich glaube bei Gothic war das? Oder ich hab's echt, ich weiß echt nicht mehr genau, wo das war. Aber da ist dann so, wenn man die Leute beklaut, dann fängt er immer an, irgend so einen dummen Witz zu erzählen. Dann sagt er immer, kennst du den schon? Treffen sich, keine Ahnung, treffen sich ein Soldat und Magier in der Kaserne oder irgendwas in der Art. Und dann beklaut er halt die Leute. Und es ist immer so, da fängt immer dieser Witz an. Und man denkt so, oh Mann, das klingt nach einem schlechten Witz. Aber dann macht er ihn nicht fertig. Und dann denkt man so, ich will doch wissen, wie es weitergeht. Ich will doch wissen, wie der Witz endet. Vermutlich sind das gar keine wirklich existierenden Witze. Aber naja, es hinterlässt halt so ein unbefriedigendes Gefühl, wenn jemand da so einen Satz anfängt und dann nicht zu Ende bringt. Ja, das stört mich auch immer bei irgendwie. Ich habe so ein paar Freunde, die machen das andauernd. Die kommen dann daher und sagen, übrigens, und dann sage ich, ja was? Was wolltest du sagen? Ist schon gut. Ah, sowas, ey, das könnte mich echt in Wahnsinn treiben. Wie also heißt euer Schiff? Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Damit kann ich leider nicht dienen, junger Freund. Aber vielleicht mal für die nächste Reise. Was ist denn, Nottel? Aber nun hört doch bitte auf, mich so zu nennen. In Freyos Namen. Ich habe euch doch schon gesagt, dass ich nicht so heiße. Ein betrunkener Reisender. Der sieht betrunken aus, würde ich mal behaupten. Oder er ist einfach nur Jack Sparrow-mäßig so. Captain Jack Sparrow. Hat sein Outfit geändert. Ja,